Wie viele arabische Länder ist Oman reich an Öl, aber arm an Wasser. Dieses Land am Rand der arabischen Halbinsel hat nur wenige natürliche Quellen und keine größeren Flüsse. Ganz selten fällt etwas Regen, der für ein paar Stunden, ein paar Tage die Wadis füllt. Aber kaum hat der Regen nachgelassen, trocknen die Wadis wieder aus, weil das Wasser rasch ins Meer abfließt oder in der Wüste versickert. Menschen, die sich hier niederlassen wollen, sind gezwungen, Wassermanagement zu betreiben. Das heißt, sie müssen Mittel und Wege finden, um Wasser in ausreichenden Mengen zu beschaffen und Regeln entwickeln, nach denen dieses Wasser verteilt wird. Denn Wasser gibt es ja, auch in solchen trockenen Regionen, nur eben nicht an der Erdoberfläche, sondern tief im Boden. Dieses Grundwasser kann man mit Brunnen zutage fördern und das haben die Omanis auch seit jeher gemacht. Allerdings ist diese Art der Wasserbeschaffung mühselig und wenig effektiv. Um größere Dörfer und ganze Dattelpalmenhaine mit Wasser zu versorgen, haben die Omanis eine Art Wasserleitung entwickelt, die ununterbrochen Wasser liefert, ohne dass Tiere oder Menschen Kraft aufwenden müssen, den Falasch. Diese Technik der Wassergewinnung ist mindestens 2000 Jahre alt. Um einen Falasch anzulegen, wendet man Methoden des Bergbaus an. Zunächst wird am Fuß eines Gebirges ein Suchschacht gegraben. Trifft man hier tatsächlich auf Grundwasser, wird dieser Suchschacht zum Ausgangspunkt eines unterirdischen Kanals, der erst kurz vor der Oase ans Tageslicht tritt. Bisweilen verläuft der unterirdische Teil eines Falasch in großer Tiefe. Dieser Suchschacht zum Beispiel ist über 30 Meter tief. Oft folgen diese wasserführenden Stollen dem Verlauf eines Wadis. Zu erkennen sind sie nur an den Einstiegsschächten, durch die man in den unterirdischen Teil gelangt, beispielsweise um Reparaturen auszuführen. Und es gibt immer etwas zu reparieren, vor allem bei solchen Falaschkanälen, die über 20, 30 Kilometer unterirdisch verlaufen, bis sie endlich den Ortsrand einer Oase erreichen. Dort, wo der Falasch ans Tageslicht kommt, wurde früher Trinkwasser entnommen. Heute werden viele Oasen über Trinkwasserleitungen aus Tiefbrunnen versorgt. Aber überflüssig ist ein solcher Falasch auch heute noch nicht, wie man sieht. In der Dattelplantage schließlich teilt sich der Falaschkanal in ein verzweigtes System offener Rinnen auf. In einem festgelegten Rhythmus werden bestimmte Seitenarme dieses Kanalsystems geöffnet und andere geschlossen, sodass nach und nach alle Anbauflächen bewässert werden. Früher achtete ein Wassermeister darauf, dass jeder den Anteil am Falaschwasser erhielt, der ihm zustand. Und jeder Dorfbewohner konnte kontrollieren, ob es dabei mit rechten Dingen zuging. Denn auf den Dorfplätzen standen solche Sonnenuhren, an denen jeder die Bewässerungszeiten ablesen konnte. Der Abstand zwischen den Markierungen ist jeweils eine halbe Stunde. Dieses Verfahren garantierte, dass alle Palmen einer Oase regelmäßig Wasser erhielten.